Schöne Spielzeug. Ja, nicht wahr, ne? Ja. Der Chef hat gesagt, ich kann nicht immer Single Malt trinken, bevor ich Handyvideos drehe. Deswegen hat mir Roller ausgeholfen. Die haben den Verwackler beim Yamaha X-Max gesehen. Die haben gesagt, wir haben da so ein Gimbal, heißt das. Gimbal für das Simbel. Ja. Beeindruckend. Ja, schon irgendwie, ne? Aber neckisch. Aber eigentlich wollen wir über dein Spielzeug reden, ja. Matteo. Andi, Dauertest, mal wieder, Tiefgarage. KTM 1290 Super Duke R. Geht's ihr gut? Jetzt nicht mehr, der Motor ist ja draußen, aber bis er draußen war, ging es ihr ziemlich gut, ja, ja. 50.000 Kilometer, liest man unter den YouTube-Kommentaren, sind keine Distanz mehr für ein Motorrad heutzutage. Warum machen wir dann immer noch diese Dauertests? Warum machen wir nicht mal 100.000? Na gut, 100.000 Kilometer, das wäre die doppelte Zeit, die wir bräuchten. 3 bis 4 Jahre, das lässt sich fast nicht machen. Und ich würde nicht sagen, dass sich die Dauertests erübrigt haben, weil vielleicht gehen an den Motoren nicht mehr so viele Sachen kaputt, aber die Peripherie, das zeigen viele Tests, da gibt es immer noch Sachen, die kaputt gehen und nach dem Zerlegen vom Motor hin und wieder sieht man dann doch irgendwelche Auffälligkeiten. Also ganz erledigt haben sich Dauertests noch nicht, aber die Maschinen sind schon sehr zuverlässig geworden, das ist richtig. Und du hast gerade so etwas abseitig auf die KTM geguckt, als du gedacht hast, Peripherie, war was? Nicht viel, das muss ich vorwegschieben, aber der Motor hat sich wirklich gut geschlagen in diesem Dauertest, also gar keine Leistung verloren, Fahrleistung wie am ersten Tag, sah auch nach dem Zerlegen noch sehr gut aus. Das Drumherum hat ein bisschen Auffälligkeiten gezeigt, ja, Kleinigkeiten mehr oder weniger. Details bitte? Details. Ja, es wurde sehr oft wurde die stuckerige Fahrwerksabstimmung moniert, also der Komfort kam ein bisschen kurz, eine Sache, die KTM auch erkannt hat, auch von Kunden die Rückmeldung bekommen hat und hat da die Fahrwerksabstimmung zum Jahr 2017 geändert. Dann hatten wir einen kleinen Defekt mit einem Öltemperatursensor, der gesponnen hat, auch getauscht auf Garantie, dann war die Sache erledigt. Eine etwas größere Geschichte betraf das Hinterradlager. Die Aufnahme auf der Hinterradnabe durch die Schwinge konnte Wasser eindringen, das nicht vollständig abgelaufen ist und dann das Lager zerstört hat oder zum Korrodieren gebracht hat. Das kam auch bei den Leserzuschriften, von denen es übrigens sehr viele gab, kam auch ab und zu vor. Das hat aber KTM erkannt, wo das Problem liegt, eine zusätzliche Ablaufbohrung im Exzender gesetzt und fürs Jahr 2017 geändert. Okay, ich hatte ja ein, zwei Mal mit zu Hause und ich wohne etwas im Kalten. Mir ist am Morgen schlecht angesprungen. Bin ich zu blöd zum Anlassen oder ist das bekanntes Problem? Na, du bist sicher nicht zu blöd zum Anlassen. Die hat eigentlich am Anfang oder über weite Teile vom Dauertest ist die problemlos angesprungen. Zum Ende des Dauertests hin haben ihr kalte Nächte dann morgens ein bisschen Probleme bereitet. Das stimmt. Batteriekapazität war dann nicht mehr ganz so. Aber eigentlich ist sie trotzdem ständig angesprungen. Bloß am Ende nach kalten Nächten halt nicht mehr ganz so leicht. Nun hat ja KTM, blöderweise, erfreulicherweise, wie man es nimmt, das Modell ein bisschen überarbeitet für 2017. Sind denn die Erkenntnisse aus dem Dauertest auf die 2017er Super Duke übertragbar? Durchaus, ja. Also der Motor ist ja in seiner Grundkonzeption unverändert geblieben. Das heißt, von der mechanischen Seite her lassen sich die Erkenntnisse durchaus übertragen. Und wie gesagt, Fahrwerksabstimmung, Hinterradlagerung, diese Kritikpunkte sind ja erkannt bei KTM und in die 2017er Serie eingeflossen. Und insofern lassen sich die Erkenntnisse aus dem Dauertest durchaus aufs aktuelle Modell übertragen. Und wer braucht so eine Super Duke? Wer soll sich eine kaufen? Alle, die keinen Supersportler brauchen, aber trotzdem zackig unterwegs sein wollen, einen schönen großen Zweizylinder mit viel Druck von unten wollen, souveränes Fahren, die viel Spaß einfach auf kurvigen Strecken haben wollen. Und also alle, die auf der Landstraße einfach einen richtig von unten gut zupackenden Twin haben wollen, das kann der Motor, das ist sagenhaft. Und wer muss die Finger davon lassen? Fällt mir spontan jetzt niemand ein. Na dann. Geht alle Super Duke kaufen. Bildl hat's gesagt. Dankeschön, Andi.